Bitte schön. Nicht wahr? Ich meine, ich weiß nicht, aber die Herren. Also, Prost. Na ja, schon gut. Herr Brandenberg, welches Interesse haben Sie eigentlich an der Sache? Ja, hab's Geld. Hm? Kannst du mir leisten. Interessiert mich eben. Und wie kommen Sie darauf, dass ich etwas über Ortwins Tod wissen könnte? Oh, nee. Jetzt will er auch noch mit mir schäkern. Illard hat mal Ihren Namen erwähnt. Daher weiß ich's. Und das könnte doch höchstens vor seinem Tode gewesen sein. Schlaumeier. Er hat mich angerufen. War eine ziemliche Arbeit, Ihre Adresse herauszufinden. Aber was der alte Brandenberg anpackt, das packt er. Sie haben ihn in dieser alten Mühle getroffen, nicht wahr? Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Vor allem rede ich nicht um den heißen Brei. Ich garantiere Ihnen strengste Diskretion. Kein Wort, zu niemand. Vor allem nicht zur Polizei. Darüber hinaus 10.000 Mark bar auf die Hand. Vielen Dank. Aber mit mir ist sowas nicht zu machen. Ach, lernen Sie mich die Welt kennen. Jeder Mensch ist käuflich. Kommt bloß auf die Summe an.